Hey, ich bin Daniel und ich baue in Sims. So, und heute starten wir mit meinem Nektar-Chateau, eine neue Baureihe hier in den Hügeln von Tartosa, der Welt, aus dem meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack. Und ich habe mir gedacht, ich baue da oben so ein kleines, ja, nicht Schlösschen, aber es geht schon in so ein bisschen die Richtung steinig und ja, so ein Türmchen vielleicht. Wir gucken mal. Schön, dass ihr reinschaut, natürlich hier mit Pferde-Ranch. Als Fokus, denn da haben wir ja das neue Nektar-Gameplay mit dabei. Also ich habe mir gedacht, ich mache so eine Art, Nektar-Chateau. Und ich möchte so ein Haupthaus machen, dann können wir vorne noch so ein paar, ne, so ein bisschen Anbau, irgendwie sowas machen. Und dann möchte ich so in die Mitte des Hauses, ist immer ganz gut, wenn man das in die Mitte irgendwie so reinsetzt, so eine Art Türmchen macht. Und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle Kanalmitglieder. Ihr könnt ja wie immer die erste Folge vor allen anderen angucken als kleines Goodie für die extra Unterstützung. Vielen lieben Dank dafür. Doch jetzt erstmal Daumen hoch und dann geht's auch schon los nach dem Intro. Danke euch! So, das sind wir dabei hier. Dann machen wir das mal mit dem Türmchen hier in der Mitte. Ich will mal sagen, so 3-4 Kästchen oder so, ne? Darf das ruhig sein. Wir müssen mal gucken, denn ja, wir müssen ein bisschen auch noch Platz lassen hinten natürlich für den Weintraubenanbau. Das ist natürlich ganz wichtig hier, ja. Ich will mal sagen, ich mache es 4 Kästchen breit, weil dann haben wir da ein bisschen mehr Space und es sieht so ein bisschen, ja, bisschen voluminöser aus. Ich möchte mal gucken, wie wir das hier machen können mit den Wänden zuallererst, denn da gibt es ja neue aus Pferderanch. Da können wir mal reingucken hier, weil da gibt es so schöne Steintexturen, habe ich gesehen. Die hier, Ranch-Mauerwerk hier. Ist das schön oder nicht? Haben wir da auch noch andere Farben hier? Oh ja, so ein Orange ist auch schön. Das ist auch schön. Da können wir vielleicht so ein paar Elemente auch mit dem Orange machen und sonst vielleicht das hier nehmen. Platziere das mal einfach so. Ist immer ganz gut, so ein paar Ausbuchtungen, ne, und sowas reinzumachen, damit man da später nicht so eine glatte Wand hat wie hier. Ne? Da muss man so ein bisschen hier mal noch ein bisschen raus und da mal noch ein bisschen. Dann hat man auch so ein paar Nischen. Und natürlich brauchen wir auch noch ein Untergeschoss, denn es soll ja auch so einen Nektarkeller richtig geben. Ich möchte gar nicht so weit rausbauen, also oben, dass wir das Haus so groß machen oben, sondern eher im Untergeschoss das dann machen. Und deswegen würde ich hier auch, glaube ich, nochmal ein Stück zurückgehen, dass wir da hinten mehr Gartenplatz dann auch noch gleichzeitig haben. Und dann können wir mal gucken, wie das aussieht hier. Ja, ich würde mal sagen, wir können hier auch dann oben nochmal zurück. Oder machen wir das so? Oder so ein bisschen. Und dann kann man hier vielleicht ein Dach drüber oder so. Oder wir machen hier nochmal ein zweites. Gehen da nochmal hier auch zurück. Und das hier so ein bisschen als Ausbuchtung da noch so rein, ne? So irgendwie. Haben wir da einen schönen Balkon nach vorne raus. Vielleicht machen wir die noch ein bisschen größer, dass wir da noch mal sonst da noch mal ein bisschen rausgehen, dass wir da noch mal ein bisschen Luft haben vielleicht. Wenn noch ein bisschen mehr, dann könnte man da vorne auch noch vielleicht auf dem Balkon oben vorne noch so ein bisschen was anbauen, was ja ganz schön auch, glaube ich, ist. Und hier würde ich dann auch, glaube ich, mal, jetzt müssen wir gucken wegen dem Dach. Ich glaube, ich gehe 3 Kästchen raus, damit das Dach entsprechend ja nicht so steil aussieht. Ich bin schon wieder ein bisschen am Plan mit dem Dach. Das ist so ein bisschen tricky. Jetzt gucke ich aber erstmal, wie viel Platz wir eigentlich haben. Ich würde es tatsächlich noch ein Stückel kleiner machen, wobei wir auch, das fände ich auch ganz schön, so eine Art Durchgang machen könnten. Also, dass man da irgendwie wie so ein Gewölbe hat oder so, wo man durchläuft von, na, wie so Richtung Innenhof quasi. Dass wir das hier mal ausstanzen und das uns mal angucken, wie das aussieht. Und dann müsste man natürlich hier diese Seite, könnte man hier den Abgang machen zum Keller. Ja, das ist so das Kellergewölbe, der Kellergewölbeanbau. Und oben ist es dann natürlich verbunden. Da müssen wir dann gucken, wie wir das machen, aber so in die Richtung. Und dann natürlich hier oben, ne, ganz klar, dass man hier nochmal, das so zumacht quasi obendrauf. Das ist so, glaube ich, ganz geil, weil dann könnte man hier, das ist, glaube ich, eine gute Idee, wenn man hier mit so Säulen dann arbeitet. Da können wir auch mal gucken, welche da passen. Da haben wir ja auch den Stein da unten dran. Ich würde aber eher in so ein helles Holz gehen. Da müssen wir mal gucken, ob so ein Orange. Orangiges Holz ist auch schön, ne? Auch schön. Und dann kann man da so eine Art Spandrille drüber pflanzen da, ne? Da müssen wir erstmal einen Zaun ziehen. Das ist mal egal, welcher. Wenn wir den eh wieder wegmachen. So stelle ich mir das vor. Und ich möchte euch ja immer auch so ein paar Tipps und Tricks hier mitgeben. Ich weiß nicht, nehmen wir die eckigen oder die runden? Das ist natürlich auch die Frage, welche man da nimmt.
Wenn ihr da Probleme habt, ne, mit den Querbalken, da, dann könnt ihr das so machen, dass das so aussieht. Ja, jetzt hat man diese Spandrille ganz oben, das ist nicht so schön, aber man kann hier dann ganz gut immer mit so einem Dreier- oder Vierer-Halbwandhöhenobjekt hier das so nochmal vervollständigen. Weil dann hat man oben nochmal die Wand quasi, ne? Weil Spandrillen kann man ja nicht irgendwie tiefer setzen oder so. Und dann sieht das hier besser aus, wie so ein Durchgang. Und ich glaube, das ist schon mal gar nicht so schlecht, ne? Wir haben jetzt, wir müssen ein bisschen gucken. Wir haben aus verschiedenen Packs richtig schöne Türen auch. Können wir uns überlegen, welche wir da nehmen. Ich weiß vor allen Dingen, ich glaube aus Landhausleben, da gibt es so eine schöne, hier die da, so eine schöne Tür. Die nehmen wir auf jeden Fall als Eingangstür, würde ich sagen. Das ist richtig so, richtiger, ne, so eine Kellertür, so eine Weinguttür. Und oben auf dem Dach, da habe ich mir auch schon was überlegt. Ich habe da immer so ein paar Ideen, ne, wie kann man das machen, wie geht das, was könnte so ein Highlight auch sein, so ein bisschen, ne. Und da kann man dann mit dem gewölbten Dach, Shift und C, naja, hat dann mehr Anfasspunkte, da ist die Wölbung so ein bisschen schöner, dass man das vielleicht so macht, ein bisschen höher. So, und dann hat man ja hier diese Dachobjekte und zwar gibt es hier, oh, das ist auch schön, müssen wir auch mal rausplatzieren. Dann gibt es ja hier diese aus dem Base Game sogar tatsächlich. Ja, der neue Kamin mit dem richtigen Stein hier. Die da, ne, und die passen voll gut. Dazu geben wir erstmal den Cheat ein, bb.move objects. Move Objects zum freien Platzieren und Verschieben von Objekten. Und das kann man dann, glaube ich, kleiner machen. Oh, das ist ein bisschen breiter. Aber ich glaube, das macht erstmal nichts. Ich platziere es erstmal hier so ringsrum. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier, ob wir das mit der Toolmat, ob wir da die Toolmat brauchen oder ob wir die nur ein bisschen rausschieben, weil ich sehe gerade, die Dächer gehen auch nicht so weit raus wie das Objekt. Wir können mal Steuerung F5 drücken. Dann können wir die nämlich auf halben Kästchen platzieren. Dann sieht das nämlich vielleicht noch ein Stück besser aus. Hat man dies ein bisschen überstehend auch, ne? Da könnte man noch mal gucken, ob wir dann auch noch mal mit Säulen oder so arbeiten. Dass man das hier noch mal ein bisschen plastischer macht. Da bräuchte man dann aber einen Kontrastton. Hätte ich jetzt gesagt, zumindest mal. Oh, die sieht auch ein bisschen schöner aus, ne? Vom Holz. Ich glaube, ich nehme eher das Holz. Das ist das Orangige. Mal gucken, aber das ist ein bisschen zu breit. Vielleicht passt da auch, aber ich glaube, die Farbe ist schon gar nicht so schlecht hier. Ne? Da gibt es auch nochmal so ein noch orangigeres. Das passt ganz gut hier. Ja, Glück gehabt hier, Gott sei Dank. dass wir das so vielleicht machen und dann können wir da oben nochmal so eine Art. Lässt er mich jetzt wieder nicht hochleveln hier. Aber ne, dass man das hier mit so Holzbalken, also entweder solche irgendwie, dass man damit dann noch was arbeitet, aber ich glaube eher, oh ja, hier Fensterläden gibt es auch. Das ist ja mal schön. Dass man, ich platziere das mal, damit ich nicht vergesse, mit denen hier, ne, vielleicht noch so ein bisschen abstützt. Mal nochmal so der alte Turm, ne, irgendwie sowas ist, glaube ich, ganz gut. Dass man das hier so unterstützt. Ich würde es direkt mal sogar oben hinpacken. Dann haben wir da die, ja, die Struktur wiederhergestellt quasi, die Dings hier. Da müssten wir dann eine neue Säule nehmen, eine neutrale Säule hier, die da. Die da ist, glaube ich, hier am besten, genau. Probieren wir das mal mit dem Dach, wie das aussieht. Da müssen wir erstmal auch gucken. Also ich würde es, glaube ich, doch noch ein bisschen reinziehen. Das ist immer so die Sache. Man kann das ja aber auch manuell noch mal ein bisschen reinziehen. Ne? Das ist, glaube ich, okay. Wenn es dann am Rand ein Stück übersteht. Sonst nehmen wir halt die Toolmod. Dass es nicht ganz so weit übersteht. Und dann gucken wir mal, wir haben nämlich ein Dschungelabenteuer, das hier. Da haben wir einerseits, ich glaube, ich würde die da oder, nee, die sind nix. Ja, oder die da, ne, die sind so ein bisschen, die passen mehr zum Haus. Hausfarbe und da haben wir wieder das Rot, was mehr zu dem Rot passt hier oben drauf. Kann man beides nehmen. Ich würde jetzt mal das eher urige nehmen. Können wir die auch nochmal eins kleiner machen. Mal gucken, wie das aussieht. Weil wenn wir die entsprechend dann mit den Rändern einsetzen, dann wäre das auch nicht schlecht. Weil wir haben auch noch, ich bin immer am Überlegen, laut am Denken hier, ne? Ihr könnt gerne kommentieren. Wir haben auch noch die hier, die könnte man hier in die Ecken dann vielleicht noch setzen. Ich weiß immer nicht, ob es dann vielleicht zu viel wird. Aber vom Prinzip her wäre das, glaube ich, auch nicht so schlecht. Da lächelt noch etwas das Dach raus, aber ich glaube, das geht trotzdem ganz gut.
ist immer so die Frage, ne? Das ist immer so ein Verhältnisding auch. Da würde ich dann aber tatsächlich in der Variante die dann wieder wegmachen, wobei wir die vielleicht woanders nehmen können oder so. Das hat auf jeden Fall was. Das können wir mal gucken, ob wir die nochmal woanders nehmen. Wobei hier dann eigentlich Steinsäulen auch angebracht wären, ne? Das ist immer so die Frage. Es ist ein bisschen mickrig geworden. Wir können es auch doch wieder ein Stück größer. Ich glaube, wir müssen doch ein bisschen mit der Toolmod ran. Ja, ich glaube, wir probieren das mal aus, indem wir das groß lassen. Und dann hier mit der Toolmod reingehen, die ich jetzt aber nicht drin habe tatsächlich. Aber das gucken wir dann irgendwann später nochmal an. Aber auf jeden Fall behalte ich mir das mal hier im Auge. Ja, da können wir auch nochmal hier so ein bisschen was machen. Muss es auch nicht immer ganz komplett raus. Man kann auch nur so ein Blobsel hier raus machen. Oder man macht es ganz drauf, ne? Hat auch was, wenn man da oben noch so ein Türmchen hat, irgendwie so ein... Das wird auf jeden Fall schön dekoriert, ne? Es soll so ein, wie so ein altes Schloss sein, aber nicht wirklich ein Schloss, halt so ein Weingut, aber schon so ein bisschen hochwertig, ne? Also nicht so ein abgeratztes Landgut, sondern schon sehr alt, aber ja, lange gepflegt und auf jeden Fall dann auch... ja, erweitert mit der Zeit oder so, dass so ein Anbau vielleicht ein bisschen ja, moderner ist, sag ich mal, oder ein bisschen ja, dass der Turm nicht gleich aussieht wie der Rest, so meine ich das. Das so machen, dann färben wir die mal ein. Ich glaube, so ist ganz schön, ne, vom Winkel her. Und da müsste man dann, glaube ich, so rum das Dach machen. Ich würde hier, glaube ich, kein... Dann haben wir hier den Konflikt dann. Oh je. Ich würde ja, glaube ich, kein... sollen wir eine Dachterrasse? Wäre natürlich auch noch geil. Also ehrlich mal sagen, ja, der Dachterrasse, das wäre noch was hier. Weil dann könnte man das Dach vielleicht hier ein Stück vorziehen noch, ne? Das ist auch mal ganz schön. Dann machen wir das aber nicht vor dem Turm, sonst durchbrechen wir den. Sondern machen das vielleicht so... Ich würde da, glaube ich, dann auch mal überlegen, ob wir da in die mittlere Wandhöhe reingehen, damit wir da ein bisschen mehr dieses... Ja, hohe Deckenhöhen sind immer auch so ein Indikator für Hochwertigkeit oder ein, ne, bisschen nobler. Muss nicht bis ganz vorgehen, sonst wird es auch ein bisschen tief wieder. Aber dadurch, dass wir jetzt die doppelte Wandhöhe haben, könnte man jetzt auch mal hier gucken, ob man die... Weil die kann man ja verkleinern, auch die Säulen, ne? Wie weit wir die vorsetzen. Ich glaube, ich will die nochmal eins weiter vor... Dass die nicht am Rand sind. Ja, da hinten bitte nicht, liebes Spiel. Was machst du denn da wieder hier? Das brauchen wir ja aber nicht. Das ist so, dass wir hier oben nochmal so ein, ne, so ein Dach machen können. Dann können wir das nämlich so. Und dann lasst uns hier vorne... Geht da noch eins tiefer? Ja, ne? Lasst uns hier vorne dann nochmal so eine Trennung machen. Jetzt haben wir hier ein Problem. Da müssen wir das... Müssen wir auf jeden Fall nach innen setzen. Sonst haben wir da, müssen wir das hier nochmal eins weiter. Das hier, weil da ist wieder hier auf der Kante, da das ist nicht so schön. Müssen wir mal gucken. Jetzt mache ich mal das Dach hier rüber, dass wir das auch mal hier haben. Ja, dass das hier auf jeden Fall auch mal drin ist. Das wirkt dann nämlich gleich ganz anders. Okay. Doch, so finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Ja, das hat auf jeden Fall was. Kann man das auch schon umfärben? Ich mache das hier auch mal gleich heller. Ja, das Orange hat zwar auch was, aber ich finde es ein bisschen beißig, bisschen bissig mit dem Rest. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier nochmal so eine Umrandung machen. Die können wir ja dann auch vielleicht so hellbraun oder so machen. So, ja, nicht ganz so hell, aber so in die Richtung. Was haben wir denn da? Ja, da gibt es da, glaube ich, noch so eins mit Holz auch. Ja, aber gibt es da nicht so und so? Nee, das ist zu knallig. So eins vielleicht. Oder, ja, ich glaube... Das geht schon in die richtige Richtung hier. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das andere, das ist ein bisschen zu knallig und das ist zu dunkel, oder? Ja, oder so eins, ne? Das passt dann mit dem Dach wieder ein bisschen mehr. Das ist so leicht rötlich hier. Na, auf jeden Fall nicht. Das passt besser zum Dach. Ja, man soll das ja nicht so arg sehen, dass diese Umrandung ist eigentlich nicht so schön in Sims, ne? Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, so ist ganz gut. Passt das auch besser zur Tür, ne? Das war auch so die Idee. Ja, da gibt's auch... Nee, das Dunkelbraun ist mir wieder zu Standard, ne? Wir machen mal ein bisschen hellbraun. Okay. Und
Ich habe noch eine Idee mitgebracht und zwar baby.show hidden show live edit objects. Gehen wir da mal rein. Live edit show live edit objects. Und zwar in Pferde Ranch. Hier sind nämlich so schöne Debug-Sachen. So, mal gucken, ob wir da reinkommen. Jetzt haben wir es, oder? Nee. Baby.show. Falsches Fenster. Baby.show live edit objects. Ich habe vorhin mich verschrieben hier. So, dann haben wir nämlich da nochmal hier. Oh, das brauchen wir auf jeden Fall auch. Das kommt bei mir jetzt auf jede Form. Das ist so schön mit diesem. Das ist auch gut. So, das nochmal hier irgendwie integriert. Ich weiß noch nicht. Ich pack's mal in den Garten hier. Nur die Arten kommen in den Garten hier. Das wäre. Was sind sie denn? Diese schönen. Was ist das denn? Das ist dieser Pferdefels hier. Da gibt's doch nicht. So ein Brunnen, da ist auch was Feines hier. So ein Efeu-bewachsenen Brunnen. Ja, das Efeu-Zeug brauchen wir auch. Die hier, die meine ich, genau. Weil ich möchte so eine Art. Ja, so eine Art Ruinenzaun machen. Jetzt müssen wir ja das Grundstück aber doch nochmal ein Stück weiter nach hinten setzen, oder? Oder wir machen das hinten ran, das ist auch möglich. Dass wir hier so eine Art Tor haben. Ne, dass wir das dann gleich mal hier nehmen. Das ist noch von früher hier übrig geblieben hier. Kann man da nämlich so schöne, vielleicht gar nicht mal so arg viel, ne? Dass das so ein bisschen dezenter hier noch ist. So. Vielleicht gehen wir auch noch ein Stück rein, damit wir vorne noch so ein paar Blümchen und so dran kleben können. Wisst ihr, wie ich meine? So eine Art Burgverschnitt. Ne? Da fällt mir was ein. Wir haben auch noch. Das ist auch voll schön. Das ist so, hier irgendwie mal so ein bisschen noch. Irgendwie mal gleich so drüber wachsen lassen. Da kommt noch ganz mehr, viel mehr davon hier. Das ist auch so schön. Da ist noch so Pfostendinger. Die sind vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht auch fürs Dach. Könnte man sich auch mal anlächeln. Das wäre vielleicht noch was für irgend so ein Design-Element irgendwie. Die antike Nektarpresse hier. Das ist schon ganz schön. Aber wir haben auch noch diese Weinreben, die suche ich gerade. Ich bin da ein bisschen am Gucken hier. Das ist auch voll toll. Das können wir mal gucken, ob wir das irgendwie. Ob wir so ein begrüntes Dach machen oder irgendwie sowas, ne? Dass wir das nochmal so irgendwie ein Stück weit integrieren. Haben sie die Solani-Dinger hier recycelt hier? Die gibt es schon in Solani, diese Briefkästen, die 5. Das ist schon was Schönes hier auch. Ist das ein Gülle-Ding oder ist das ein, ich weiß es nicht. Ein, Wein-Ding. Ja, so alte hier Metall-Dinger, da ist solche Pflanzentöpfe. Das ist so schön, oder? Das ist so schön. Wieso sind das keine richtig? Wieso haben sie die nicht als normale Pflanzentöpfe gemacht? Manchmal weiß ich das auch nicht, was die sich dabei denken. Ich nehme mal noch so ein paar Dekos-Sachen mit rein gleich, weil dann hat man gleich ein viel besseres Gefühl auch für dieses Thema, ne? Könnte man natürlich so einen alten Zaun nehmen, aber ich habe schon einen Zaun im Blick hier. Der ist aber auch echt toll. Weil da gibt es so einen Efeu-bewachsenen Zaun hier. In welchem Pack war denn der? Ich weiß gar nicht mehr. Wo ist denn der? Hier. Der Windmühlen-Dings hier. Den müssen wir auf jeden Fall hier in die Richtung setzen. Dass man da gefühlt hier das, weil das dreht sich im Live-Modus total schön. Und ich mag so Sachen, die sich drehen. Und das hat dann gleich was Lebendiges. Das Winderad muss lebendig sein hier. Genau. Ja, da gibt es schon schöne Sachen hier überall. Okay, also wir gucken jetzt erstmal weiter. Weil wir haben ja so viele schöne Fässer auch. Und hier diese Objekte, ne, da kann man da nochmal gucken, dass wir die da unten reinpacken oder so. Das wird, glaube ich, schon richtig cool. Nektarherstellungsmaschine natürlich auch. Hier kann man die überall so ein bisschen ein paar platzieren. Wir haben diese Weinregale, da können wir einen schönen großen Nektarkeller machen und auch im Erdgeschoss
Es soll übrigens, möchte ich so eine Art, es soll so eine Art Ferienhaus sein tatsächlich. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, weil eine Bar wäre auch schön, aber es soll mehr so ein Ferienhaus sein. Hier in Tortosa passt das, glaube ich, ganz gut. Das ist natürlich auch noch so eine Geschichte. So, jetzt gehe ich mal rein, weil ich habe diesen tollen Zaun hier im Blick. Der ist aus, ich glaube, aus Zeit für Freunde. Ich bin mir aber nicht sicher. Da gibt es so einen richtig schönen Zaun aus Zeit für Freunde, glaube ich. Oder ist der, oh, der kam später, oder? So einen hohen Zaun. Oh, der ist auch natürlich schön. Der gibt es, glaube ich, auch sogar auch in dem Orange. Gibt es nicht schön Orange? Doch, gibt es auch Orange. Der ist auch nicht schlecht, ne? Aber der ist mir ein bisschen zu blümelig. Ist denn dieser Zaun gewesen? Das ist sowas. Sowas Feines. Hier ein Holzzaun ist das aus. Der ist relativ hoch. Den nimmt man nie, weil der so hoch ist. Irgendwie. Ich zumindest nicht. Wo ist der Zaun? Ja, was ist denn die? Der hier. Doch, Zeit für Freunde. Hier, guck mal an. Oh, bitte lass den auch in Orange geben. Einen hellbraun gibt's nicht. Dann probieren wir den mal. Ah ja, das ist relativ hell. Perfekt eigentlich. Ein bisschen rötlicher als der Rest. Aber den können wir auf jeden Fall mal nehmen, weil der ist richtig schön. Ne, also so ein Zaun, das wäre ganz nice. Also, muss ich schon sagen, das ist schon ganz cool. Dass man so einen Zaun vielleicht mal nimmt, auch hinten oder so. Dass man das so ein bisschen abgrenzt hier und, ne? Ja, da kann man auch immer nur aufmachen und sagen, hier geht es auch noch ein bisschen weiter auf dem Grundstück, aber dass das so ein bisschen geschützt ist hier. Das ist echt ein schöner Zaun, der hat so efeu Bewuchs. Und dann müssen wir noch in Landhaus Leben rein. Landhaus Leben. Da gibt es einerseits die Dinger natürlich für die Wand, was ganz geil ist, die wir auf jeden Fall nehmen werden. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Fenster werden zweitrangig behandelt. Ja, oder? Also den muss man hier, da muss man eigentlich hier überall. Und dann haben wir noch diesen Blauregen, genau. Ist auch so ein schönes Objekt. Das müssen wir auch noch hier überall irgendwie so drumrum schlängeln lassen. Weil das so ein passendes Objekt ist, weil das halt so ein Stück weit auch natürlich in die Weinreben geht. So ein bisschen. Mhm. Ja, und dann kann man hier noch so, ne, so Beerenkränze und sowas irgendwie. Dann wird es, glaube ich, ganz schnucklig, wenn man da noch ein bisschen Weg sprüht. So schöne Lampen da mit Landhausleben, ne, das verbindet. Und ein paar Sachen aus Tortosa, also aus meinen Hochzeitsgeschichten mit reinnimmt. Und natürlich dann aus Pferderanch, ne, das ganze Gameplay mit der Nektarherstellung integriert. Ist das, glaube ich, eine richtig gute Integration oder Kombination in dem Fall auch. Natürlich brauchen wir dann auch, wenn wir es so mediterran bauen, die guten alten hier, die Lavendel-Objekte. Ja, das muss einfach rein, ne? Allein schon wegen der Farbe. Aber auch natürlich, weil das zum Mediterranen richtig gut passt. Macht ihr auch immer gern so ein bisschen, ne? Dass man da noch ein paar kleine reinsetzt und das. Das ist so ein bisschen süßer irgendwie noch. Ja, vielleicht nicht immer nur die kleinen hier. Machen wir da nochmal und dann nochmal. So, na, das sieht das gleich schicker aus. So, jetzt muss ich aber noch eins holen, weil das haben wir noch gar nicht und ich glaube, die sind noch passender als alles andere. Im Debug gibt es diese wunderschönen Weinreben, die hier. Und das Witzige ist, ich habe mir die mal angeguckt, wenn man die rumdreht, auf der Rückseite ist das so lila, eher, ne, so dunkel. Und das eher so rötlich, ne, so weinrot und das so lila. Kann man so ein bisschen spielen. In dem Fall würde ich jetzt sagen, haben wir lila. Ne, da müssen wir natürlich hier am nehmen wir die lila Seite. Die können wir dann so hier so drüber wachsen lassen. Und ich habe den Zaun hier übrigens bewusst platziert, weil die Sims laufen oft durch diese Debug-Objekte durch. Und wenn da ein Zaun ist, laufen die nicht durch. Sonst kann es sein, die laufen durch einen Stein durch. Das wäre natürlich doof. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Und die nehmen wir 100 pro hinten auch. Da könnte man auch vielleicht nochmal so ein paar Mauern platzieren. Ne? So diese Steinmauern. Dass man die da am Rand auf jeden Fall platziert, weil die sind so schön. Die sind so schön, dass die nicht fehlen dürfen. Und da würde ich die gleich mal platzieren, dass die hier, ja, das wird so ein schöner Wein. So ein schöner Garten, so richtig schön angelegt, ne, dass das, ja,
Und das ist so der, dass man das abtransportieren kann, ne? So, dass man hier nach hinten fahren könnte, theoretisch. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding da mache. Ob ich das drin lasse oder nicht. Das kann auch ein Güllefass sein hier. Da kenne ich mich zu wenig aus. Wo sind die Landwirte hier? Das ist so schön, so ein kleines. Wie so ein kleines hier. Ja, oh, knuffig. Okay, und dann brauchen wir noch Zypressen. Auch ein sehr, sehr starker Indikator. Ja, wir die im Pferderanch haben, wir gehen jetzt einfach mal hier ein Ding, einfach auch welche im Base-Game, glaube ich. Da gibt es ja so, hier, die da gibt es einmal, die finde ich gar nicht so schlecht, weil die sind nicht so hoch. Ich mag das nicht, wenn die so ein bisschen im Blick sind, aber diese sind auch nicht schlecht, die sind nicht so breit. Aber wir haben, glaube ich, noch eine, und zwar die da. Das sind dann die richtigen eigentlich, ne? Schlanke Zypresse hier. Das sind eigentlich die richtigen. Die Bäumchen passen natürlich auch ganz gut in die Umgebung. Hier haben wir diese spitzigen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die spitzigen hier auch wieder. Ja, weil das dann einfach in die Umgebung integriert ist. Wenn die hier die spitzigen haben, dann nehmen wir die spitzigen hier. Kurzer Prozess. Aber da brauchen wir natürlich auch so ein paar dann hier und da. Damit das, ja, das Thema halt eben passt. Die können wir auch gerne so ein bisschen außerhalb. Das muss nicht unbedingt auf dem Grundstück sein. So viel Schatten gibt es bei denen eh nicht. Aber das ist so ein richtig schöner Baum, ne? Was das nochmal unterstützt hier auch. Das könnte man hier auch nochmal so ein bisschen in Reihe und Glied machen, dass das hier so eine Fünferreihe ist. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, das ist ganz gut. Hier machen wir auch mal gleich das Dach drauf. Ding, 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 ding. Nicht, dass das wieder im Haus auftaucht, das Dach hier irgendwo. Jetzt haben wir da, dann müssten wir theoretisch den hier einfärben mit der Farbe. Und den machen wir dann wieder so. Unterstützt nochmal, ne? Hinten müssen wir nochmal gucken beim Haus, das weiß ich noch nicht. Es wäre eigentlich auch ganz gut, wenn das hier nochmal entweder eins reingehen würde oder eins raus. Ich hätte es eher gesagt eins raus, damit das hier nicht so eine Kante hat, das Dach. Ansonsten kann man da natürlich auch so eine Säule platzieren, dann wird das ein bisschen kaschiert. Ja, dann müssen wir eh so ein bisschen überall machen, dass das diesen Stil da noch mehr bekommt, ne? Von diesem Holz- und Steinbau. Ah, ist das mal blöd, dass die da nicht höher ziehen lassen darf hier. Okay, das nächste, was mir noch in Gedanken ist, sind natürlich die wunderschönen neuen Böden. Einmal aus Pferderanch. Aber vor allen Dingen aus dem Base-Game-Update. Also die sind auch richtig schön. Die passen natürlich sehr, sehr gut. Ne, kann man nichts sagen hier. Das ist schon sehr geil. Ich würde das auch pflastern, tatsächlich. Vielleicht eher in die Richtung so, aber... Aber ich glaube, es passt schon farblich sehr gut dazu, muss man echt sagen. Wenn es hier so macht. Dass das hier befestigt ist und hinten dann aber nicht mehr befestigt. Ne? Also dann machen wir hier richtigen Garten und nicht alles... befestigt. Aber da gibt es auch wunderschöne. Die sind auch natürlich schön. Orange hier. Und zwar... Das ist auch so ein schönes Weinrot, ne? Aber das passt schon besser. Aber es gibt auch noch welche im Base Game. Die haben wir ja als Update bekommen. So schöne Fliesenböden. Hier die da zum Beispiel. Da gibt es jetzt andere Farben. Die kennt ihr bestimmt. Hier die da. Passen auch sehr gut, muss man schon sagen jetzt. Da gibt es auch noch ein paar andere jetzt, ne? Und dann wollte ich auch mal noch reingucken. Auch sehr schön. Da haben wir auch noch hier welche, ne? Gerade so Natursteinfliesen haben wir da nämlich einiges als Update bekommen. Da müssen wir auch mal in das Mauerwerk reingucken, weil da gibt es, glaube ich, noch ein paar mehr. Aber ich würde schon sagen, das ist natürlich wieder sehr sauber. Die würde ich auf jeden Fall nehmen, aber oben und innen, ne? Also unten eher so ein bisschen was Uriges. Und ansonsten hier so wie die Dachterrasse oder so, irgendwie dann sowas. Weil die passen natürlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben wir da noch ein bisschen was? Genau, so ein bisschen mehr verratzt. Die verratzten mehr. Wenn man die hier nimmt, ist schon schön. Scheiße mal. Also ein Fliesending draußen ist ein bisschen, also vor... Ja, es geht schon, aber es ist... Ich finde das eher so ein bisschen, weil wir halt ein altes Gebäude haben, ne? Und der Steinboden ist, da gibt es dann da schon länger. Die sind auch wunderschön.
Richtig schöne Böden hier. Richtig, richtig schön, wenn man es heller mag. Nicht so knallig. Passt auch besser zur, was geht bei mir die Siri an? Passt auch besser zur weißen Wandfarbe, ne? So vom Stil her. Die Objekte kommen besser zur Geltung, die da rumstehen. Ich glaube, ich würde es so machen. Tatsächlich. Vielleicht noch den etwas. Nee, der passt farblich nicht so gut. Und weil die sehen wirklich mittelaltermäßig aus. Man kann sogar für die Barbie Ranch hier nehmen. Und die haben so ein Stück weit diesen Ton hier mit dabei. Das, der ist zu grünlich. Diesen rötlichen Ton, so. Aber das ist hier mit den Objekten, finde ich das, glaube ich, schöner. Jetzt müssen wir mal überlegen. Das eine ist halt rustikaler, ne? Und das andere ist halt ein bisschen sauberer. Fast schon zu sauber für die Steine, muss man ehrlich sagen. Die sind schon gut geputzt hier, die Böden. Was natürlich auch immer geil ist, sowas. Das ist natürlich sehr französisch. Hier so Pflasterstein. Passt sehr, sehr gut auch zum... Und der ist schön schmutzig, ne? Der ist so schön schmutzig hier. Uiuiui. Bei dem ist es halt immer schwierig. Also die Farbe, die wir da haben, finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Hier ist es ein bisschen schwierig immer, weil die Rundung, die würde man, aber hier ist es, glaube ich, schon mittig, ne? Dann passt das auch. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie die Rundung da ist, weil so anders würde man das, glaube ich, gar nicht machen. Das so rum ist komisch. Ja, gut, das wird auch gehen. Oder können wir den über den Dreier hier nochmal? Wenn das so rum macht, dann wäre das so ein bisschen, ja gut, das wäre jetzt in die falsche Richtung gedreht, aber vom Muster her, dass das so nach außen geht, ist schon gar nicht so schlecht. Ich hätte es jetzt umgedreht. Aber wenn wir es umdrehen, dann haben wir zwei. Ne? Und in der Mitte hier ist dann der... Ich fand das jetzt andersrum irgendwie cooler, weil das so richtig schön aussieht, wie wenn es für den Gang hier so gelegt wurde. In der Mitte ist ja die Mitte, ne? Und dann geht der Bogen so weg an den Rand. Da können wir dann nochmal gucken, ob wir das hier vielleicht nochmal irgendwie... Aber das passt ja auch mit der Tür, guck mal an. Okay. Also brauchen wir auf jeden Fall noch einen Rand, weil das ist so, zack, Ende Gelände. Nicht so schön. Okay, wir brauchen hier oben auch noch ein Schild. Wisst ihr da was? Also irgendwie so ein Schild, so ein Nektar-Schild oder was? Aber wir haben ja da oben eigentlich die Möglichkeit, auf eine Halbwand auch zu ziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch das hier ist, aber wir gucken mal Kästchen an, ne? Kästchen an, haben wir das hier. Das würde noch gehen. Ist ein bisschen hoch, aber würde gehen. Ah, da muss nochmal eins zurück. Hier rein. Ja, nicht so hoch. Da gibt es nämlich so ein neues Wandgemälde. Vielleicht habt ihr das noch gar nicht gesehen. Falls ihr die Baumodus-Preview nicht angeguckt habt. Blöd gelaufen. Ne, wir haben hier so eins, ne? Und darunter sind nämlich etliche, wirklich etliche Alternativen. Und da gibt es auch so genau sowas. Solche Schilder. Jetzt mache ich das mal hier, damit wir das besser sehen. Vielleicht mache ich es auch nur dahin. Aber das ist schon sehr geil. Also das, damit könnte man was hier machen, auf jeden Fall. Ist da irgendwas, das nach Nektar aussieht? Ja, das ist dann wieder so farmig. Aber dann würde ich mal, also entweder sowas mit diesen Labels, das sieht so ganz gut aus eigentlich. Wobei wir da eigentlich ein Fenster bräuchten. Ja, hier eigentlich auch. Wir brauchen überall Fenster. Ja, keinen Platz dafür. Oder dieses hier, das da. Das da, Daniels Nektar. Da. Oder das ist auch schön. Das gibt es leider nur in der Farbe da. Ne? Das hat keinen Hintergrund. Das ist auch sehr cool. Das ist auch sehr cool. Passt auch vom Bogen jetzt so gut. Das können wir auf dunkel als auch auf hell machen. Das ist, glaube ich, echt auch schön mit dem Schwarz. Ja, oder das hier. Also ich glaube, die Entscheidung fällt hier zwischen... Ja, das ist so ein bisschen langweilig mit dem Kreis dahinter. Finde ich nicht so gut. Das ist echt schön. Das ist mega schön. Man könnte es hier höher machen, aber das ist, glaube ich, nicht so geil. Das Dach passt das jetzt auch nicht so gut. Ich glaube, ich würde das Schwarze nehmen, tatsächlich. Ich würde das Schwarze nehmen in dem Fall. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir machen das. Wir gucken mal noch. Vielleicht können wir dieses andere Banner da, dieses große da, das da irgendwie doch nochmal woanders auch platzieren. Wobei, das war das hier, ne?
noch schöner hier. Wenn das so von Weitem irgendwie nochmal bebildert oder so. Ja, guck mal, hier oben da bei den, ja da. Bei dem, wer ist das jetzt hier? Nektar Chateau heißt das auf Simlisch. Stimme ich jetzt einfach. Weil das hier auch da nochmal so, oh ja, das ist gut. Das ist so schön, ne? Das ist so schön. Wow. Das ist schon, das ist richtig schön mit diesem Verratzten da. Das passt voll gut zu unserem Stil. Das kann ich nicht mehr greifen jetzt. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist festgeklebt hier forever and ever. Forever and ever. Da, 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 da. Das ist schon cool. Kann man da ganz groß machen? Kriegen wir keine Fenster mehr hin. Ich würde es mal so machen. So ist es gleich vom... Ja. Schön hoch und von Weitem auch beglubschbar. Gut, Fenster gucken wir heute noch. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Knopf dran, weil dann seid ihr wieder dran. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich hier nicht diese hier nehmen will, weil das ist mir zu... Ja, das ist mir zu ranchig. Tatsächlich. Wir haben aber... Ich bin mal gerade über... Weil wir haben in, war das in an die Uni oder auch in Nachhaltig Leben? Oder in Zeit für Freunde... An die Uni, nee, das war nicht. Ah, doch, die, guck mal, genau. Fenster solide Bindung. Das ist doch ein schönes Fensterlein hier. Da passt das erste schon ganz gut, weil wir da oben wieder die Farben da aufgegriffen haben. Das ist schon, das ist schon geil. Ich glaube, das nehme ich direkt. Also, wenn ein Fenster so direkt passt, dann ist immer ganz, ganz geil eigentlich. Also, da kann man nichts sagen dann. Und hier könnte man dann eine entsprechend andere Farbvariante nehmen, obwohl das eigentlich auch ganz gut passt, ne? Ist immer die Frage, ob das... Hier und da, aber fürs Türmchen hätte ich gern, glaube ich, ein eigenes. Man könnte auch die hier nehmen vielleicht. Oder die anderen da. Da gibt es noch so andere, die so ähnlich sind. Die passen, glaube ich, auch ganz gut. Oh, das sieht auch schön aus. Mit dem Holz nur, ne? Und dann so integriert in den Stein. Das ist schon schön. Oder das hier, ne? Entsprechend mit der Farbe von unserem Holz. Das finde ich auch sehr schön. Unterstreicht wieder, ne, diesen Gewölbecharakter. Und die sind fast so noch schöner hier, weil das ein bisschen größer ist, ne? Aber wir brauchen ja auch so eine Besonderheit irgendwie. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das hier... Da ist er wieder schlecht. Ist er mal wieder schlecht. Das ist ja zugewachsen hier. Das ist aber echt blöd jetzt. Wir haben gar keinen Platz für die Fenster mehr. Wir haben schon zu viel dekoriert hier überall. Oh, oh. Aber ich wollte eigentlich auch noch die hier angucken. Genau, die gibt es ja auch noch hier in diesem Orange. Ja, die sind fast schon wieder zu... Nee, die sind nicht so... Ne, ich mag das, wenn das so richtig schön gewölbt ist, glaube ich. Ja, die sind mir zu... Ja, zu bold auch, zu schwer. Aber da gibt es noch die anderen. Mann, das sind ja die da. Die können wir dann vielleicht sogar kombinieren, weil das Coole ist, dass die... Haben wir jetzt keinen Doppelstock. Aber vielleicht kriegen wir das auf der Rückseite, ne? Ich zeige es euch mal so kurz. Wäre natürlich aber eher was fürs Türmchen gewesen. Weil man kann das hier unten machen und das hier oben. Die passen da, glaube ich, aufeinander, ne? Dann kann man so ein bisschen dieses... Können wir mal überlegen, ob wir das vielleicht über zwei Stockwerke auch machen. So ein Weinlager oder so. Wisst ihr, wie ich meine? So richtig so hoch, so dass man das ausstanzt. Und dann kann man von oben nach unten gucken. Weil es soll ja, wie gesagt, nicht so jetzt ein Wunder wie was für ein Wohnhaus sein, sondern wirklich so ein Weinanbau Ferienhaus halt, ne? Dass man da irgendwie so ein bisschen Bauernhof spielen kann oder so, sag ich mal. Ich sag jetzt nicht, sich volllaufen lassen. Ich weiß genau, dass ihr das alle denkt. Ich bin wieder der Böse, der da was sagt jetzt. Wenn man das nämlich so macht, dann könnte man das hier unten... Ne? Bis nach oben machen. Und dann sind da die Weinfässer hochgestapelt oder so. Mal gucken, wie das aussieht. Das wäre schon geil irgendwie. Das wäre schon geil hier. Was ist das denn jetzt hier eigentlich? Ah, da verschiebt es wieder alles da, ne? Dass das so ein bisschen offener ist. Ja, und da oben kann man dann nochmal eine Leiter oder so hoch machen. Und dann kommt man auf diese Dachterrasse da raus. Das wäre schon cool, wenn das jetzt hier auch passen würde, das Fenster und das andere.
Gucken wir mal, ob wir da nochmal vielleicht doch eine weiße Variante oder so nehmen. Mal gucken, dass wir nicht ganz die weiße vielleicht, aber... Das ist wieder ein dunkelbraun, das passt nicht so gut. Na, obwohl, es geht. Dass wir hier dann vielleicht das dunkelbraune nehmen, das haben wir oben ja auch bei dem Dach und da dann auch das entsprechende. Sieht das nochmal ein bisschen imposanter aus hier, oder? Mit dem Türmchen da. Kann man das noch ein bisschen tricksen, weil hier sagt man eine Öffnung. Mhm. Hat was. Hat was, hat was. Ist ein bisschen, ja, ein bisschen größer jetzt alles, ne? Ein bisschen schwerer. Vielleicht finden wir da auch noch was anderes. Also Fenster sind so kleine, gerade so kleine Fensterlein oder sowas da, ne? Das gibt's ja auch. Das ist so schön. Müssen wir auch mal eins eigentlich nehmen. Das ist so gut. Wenn das mal passt, dann muss man das eigentlich auch nehmen hier. Wenn ihr nochmal was Besonderes macht, ne? Sowas. Ja, das hier, das normal rund. So geil. Dann würde das hier besser passen. Das passt ja voll gut zu dem oberen da. Ja Mensch, hier, hör mal hier. Ich kann nochmal gucken, machen wir das Türmchen wirklich so orange, weil das wäre natürlich schön, wenn das nochmal so einen Kontrast hätte auch. Jetzt übertrieben gesagt, jetzt nicht was ganz anderes, aber dass wir da vielleicht eher nochmal, also das helle würde da glaube ich auch ganz geil aussehen. Also wenn wir das wieder entsprechend umdrehen, könnte man auch machen, dass man es so macht. Ne, dass das hier rot ist und dann passt hier wieder nicht. Oh je. Aber das Orange war schon schön eigentlich. Ja, das geht. Ja, wenn da noch ein bisschen Grün dran hängt, dann sieht das gleich auch wieder ganz anders aus, ne? Das ist immer die Sache da. Da muss man so ein bisschen Grün drüber hier. Schwamm drüber, Grün drüber hier. Sieht das gleich schöner aus schon. Ja, ist perfekt. Finde ich gut. Das können wir noch ein Stück höher setzen. Da kann man hier vielleicht auch nochmal eins reinmachen, parallel. Oder ist ein bisschen knabbig hier. Hier nochmal eins rüber. Oder? Das hier mittig? Das hier mittig hier? Das sieht so komisch aus. Wegen der Säule wahrscheinlich. Ne? Da kommt eh eine Tür rein, da passt leider nicht mehr rein. Mhm, aber da können wir dann was Besonderes vielleicht auch noch machen. Dass wir hier nochmal, keine Angst, einen Taubenschlag oder irgendwas, ne? In die Richtung irgendwas. Oder grün drüber hier, ne? Wisst ihr Bescheid? Hier. Ist doch wahr. Ist doch schön. Die gibt's ja auch noch. Oh Mann, die sind auch so toll. Die sind ein bisschen... Das ist auch alles so schön hier mit diesen... Das ist so ein bisschen fresher hier. Das kann man auch so gut integrieren, glaube ich. Könnte man hier auch noch so einen Pflanzentopf oder so reinmachen, ne? Damit das, mal, glaube ich, so rumdrehen. Das wird schon geil, glaube ich. Oder was sagt ihr? Wird das gut oder nicht so gut? Ich würde schon sagen. Also ich bin schon ein bisschen happy über meinen... Ja, ich darf mich auch mal selbst loben, wenn es mir so geglückt ist. Manchmal hat man so einen Wurm drin bei diesem Baureihen und dann denkt man, ach scheiße, das war voll die geile Idee, aber nee, sieht nicht gut aus. Aber manchmal ist es so gut, dass es so gut klappt irgendwie. Oh, das ist auch so eine schöne Weinkellertür. Weinchateau-Tür. Hier ist auch so schön. Die dunkle fast lassen. Wobei das mit dem, ne, man muss immer überlegen, wenn man halt alles so ein bisschen hell macht, dann kann man mit anderen Objekten, die dann so mehr die Eyecatcher sind, rausstechen. Wenn jetzt die Tür da irgendwie raussticht, weil es ja schon einen Kontrast hat, dann sticht anderes wieder nicht raus. Und eine Tür ist jetzt nicht so das Highlight irgendwie. ja, oder so, das ist auch so schön. Ich glaube, ich nehme doch die. Ja, das ist nicht so hoch auch. Die gibt es nämlich auch in den Farben, glaube ich, ne? Ja, von den Säulen meine ich. Das ist schon sehr gut auch. Ja, das wird, glaube ich, richtig gut. Noch ein anderes Licht, damit ihr euch das besser angucken könnt hier, ne? Da wird schon geil. Da wird schon gut. Da wird schon gut hier, würde ich sagen, genau. Die ist schon wieder hier am schon verspielt. Nicht benommen, verspielt. Doch, okay. Nächstes Mal seid ihr dann dran jetzt wieder mit euren, also ihr seid jetzt dran mit euren Kommentaren. Nächstes Mal bin ich dann wieder dran. Hinten, wie gesagt, müssen wir da komplett machen. Da ist noch gar nichts hier. Vorne, hui, hinten, pfui. Aber ja, ich
bin gespannt, was ihr kommentiert. Vielen lieben Dank euch und bis zum nächsten Mal zu meinem Nektar-Chateau. Ja, mit den Fensterläden klappt es jetzt, glaube ich, doch nicht so. Oder natürlich jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Ganz viel Spaß. Danke euch. Macht's gut. Ciao.